Vielen Dank an die @Eisbären. B und die Eisbären-Fans, der Tag gestern fühlte sich an, als wäre ich wieder zu Hause. Es war ein toller Sonntagnachmittag und hoffentlich kann ich bald wiederkommen. Petri W. Hahnen on Twitter @whanen https://twitter.com/whanen/status/1049261620700925959. Angeblich hat Leonhard Pföderl bei den Eisbären einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, meldet der geschätzte Kollege Jörg Lubrich in der Bild. Nicht zitierfähige Quellen aus dem Süden der Republik bestätigen das. Ab nächste Saison also könnte der einst von Florian Funk und Lorenz Funk Senior geförderte Bayer in Berlin stürmen. Es sei denn, Pföderl versucht sich doch nochmal in Übersee. Nachdem sein ehemaliger Gefährte Elis dort aber wenig Spaß hat, ist das eher unwahrscheinlich. Während der arme Yasin Elis nicht mal mehr im All-Team der Calgary Flames aufgestellt wird und wohl schon auf den Anruf von Thomas Sabo aus Nürnberg wartet, läuft es bei Dominik Kahan. Zwar verloren die Blackhawks 6:7 gegen die Toronto Maple Leafs, aber Kahan gelangen Torvorlagen, als er Kapitän Jonathan Toews das 1:0 und Alex DeBrincat das 2:0 für die Blackhawks auflegte. Fohlen, das ist mein Job. Der darf heute natürlich nicht fehlen. So hat Kevin Poole in das Spiel gesehen, Mannheim hat natürlich eine gute Mannschaft. Sie sind druckvoll gestartet, aber wir konnten den Schaden begrenzen und sind im Laufe des Spiels besser und besser geworden. Die Mannschaft hat vor mir gut gespielt. Es gab viele Schüsse, aber meist von außen. Die Mannheimer hatten ein paar Chancen, aber die gibt es in jedem Spiel. Es geht nur darum, richtig zu reagieren und konzentriert zu bleiben. Es ist mein Job, dem Team in jedem Spiel die Chance auf den Sieg zu geben. Ich habe mich auf dem Eis toll gefühlt, obwohl ich nicht viel gespielt und trainiert habe, seit ich hier bin. Ich versuche jetzt, meinen Rhythmus zu finden, und dann werde ich weitersehen, und nein, der Gegentreffer hat ihn angesichts des Erfolgs nicht sonderlich gestört, wir haben 3 Punkte, das ist alles, was für mich zählt. Shutouts und Gegentore sind mir egal, wichtig ist nur der Sieg, Jan Schröder feiert oder nicht, das war spitze unser Spiel. Bin froh, dass es klappt, hat Doppeltorschütze Leo Pföderl nach dem 7:3 in Straubing und nun führt Nürnberg 4:3 in Straubing vor dem letzten Drittel. That's hockey. Momentum swing. It ain't over until the fat lady sings. Daran wird auch das Abendspiel nichts mehr ändern. Aber es ist Land in Sicht 1. Düsseldorfer EG 9:7, 2:1, 3:31, 18:19, 2. Adler Mannheim 9:5, 4:8, 34:26, 18. Dritter ERC Ingolstadt 9:6, 3:8, 30:22, 17. Vierter Straubing Tigers 8:6, 2:7, 26:19, 17:5. EHC Red Bull München 9:6, 3:2, 26:24, 16:6. Krefeld Pinguine 8:5, 3:1, 29:28, 15:7. Kölner Haie 8:4, 4:5, 20:15, 14. Achter Iserlohn Roosters 9:4, 5:1, 38:37, 13:9. Eisbären Berlin 9:5, 4:0, 25:25, 13:10. Augsburger Panther 9:4, 5:4, 22:26, 13:11. Pinguins Bremerhaven 9:4, 5:7, 25:32, 10:12. Der Nürnberg Ice Tigers 8:2, 6:4, 23:27, 8:13. Grizzlies Wolfsburg 9:2, 7:1, 0:21, 31:7, 14.
Schenninger Wild Wings 9182 07:27:23 Pinguins Bremerhaven, Grizzlies Wolfsburg 4:3 3:0 1:1 0:2 EHC München, ERC Ingolstadt 2:4 0:1 1:1 1:2 Eisbären Berlin, Adler Mannheim 4:1 0:0 2:0 2:1 Düsseldorfer EG, Krefeld Pinguine 3:4 N. V. 0:2 0:1 3:0 0:1 Iserlohn Roosters Augsburger Panther 6:7 0:2 3:3 3:2 Kölner Haie Schwenninger Wild Wings 3:1 2:0 1:0 0:1 Straubing Tigers Nürnberg Eistigers 2:0 für Straubing im zweiten Drittel Jodoin Pullin hat den Unterschied gemacht. So hat Trainer Jodoin das Spiel gesehen, Kevin Pullin war vor allem in den ersten beiden Dritteln herausragend. Er hat heute den Unterschied gemacht. Aber wir haben auch Tore im Powerplay geschossen und stark in Unterzahl gespielt. Und wir haben einen Weg gefunden, bei 5 gegen 5 Tore zu schießen, was uns zuletzt nicht gelungen war. Sein Fazit, manchmal verliert man Spiele, die man gewinnen sollte, und manchmal gewinnt man Spiele, die man eigentlich nicht gewinnen sollte. Entstand Mannheim macht das Spiel, Berlin die Tore. Knepsch 60 umkämpfen Minuten unter Legendai. Köln siegt 3:0 gegen Schwenningen. Iserlohn gegen Augsburg endet 4:5. Nach der Strafe gegen Redecke haben wir uns einfach nicht mehr erholt, dabei waren wir klar besser. Markus Kink, Adlerkapitän bei Telekom Sport. Die Eisbären gewinnen 4:1 und wir machen weiter. Dranbleiben. Doch André Rankl schafft das einfach nicht, zurzeit fehlt ihm an Tempo. Gleich ist es vorbei. Steht auf, wenn ihr Eisbären seid. Die Pinguine aktuell noch immer 3:3 bei der DEG. Bevor die Eisbären aber nach Krefeld dürfen, spielen sie am Mittwoch ja noch in der CHL. EM.